Die Glücksritter. Hey, Baby, lauf nicht an deinem Glück vorbei. Wir wären ein hübsches Paar. Meinst du nicht? Polizei, wir haben Beschwerden über Gauner, die so tun, als ob sie blind wären. Oder verkrüppelt. So ist nun mal das Leben. Dem armen Teufel hilft es auf die Beine. Ich kann sehen! Ich kann sehen! Ich hab Beine! Oh Scheiße, seht euch das an! Ich kann wieder gehen! Und den feinen Pinkel bringt es zu Fall. Hilfe! Hilfe! Wovon reden Sie? Nicht schießen! Nehmen Sie ihn! Nehmen Sie ihn! Bitte töten Sie mich nicht! Ich stehe kurz vor meiner Heirat! Nee, ich will Ihren Aktenkoffer nicht haben! Hilfe! Hey. Hilfe! Wenn dieser Junge in die richtige Umgebung kommt und motiviert wird, dann gehe ich jede Wette ein, dass er unsere Firma genauso gut führen kann wie unser junger Winthrop. Du willst also wetten, Randolph? Randolph, Mortimer, das ist empörend! Was soll denn das? Ich habe doch nichts getan! Das ist meine Vase, richtig? Das Eddie Murphy, das neue Komiker-Ass, seit nur 48 Stunden auch bei uns ein Superstar, schlägt wieder zu. Das war eine billige Vase, Mann, oder? Die war nicht echt, ha? Ich glaube, wir haben $35.000 dafür bezahlt. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir sie für $50.000 bei unserer Versicherungsgesellschaft versichert. Siehst du, Mortimer, William hat uns schon einen Gewinn gebracht. Runter mit den Klamotten. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie das bis an Ihr Lebensende bedauern. Mach einen Strip, du kleiner Scheißer, bevor ich dir ein neues Arschloch bohre. Die Glücksritter. Dan Aykroyd, ein Mann zwischen zwei Frauen. Wer ist diese Person? Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen, Penn. Die eine will Liebe. Sag doch nicht sowas, Schmied. Die andere gibt Hiebe. Hey, der sieht genauso aus wie der Typ, mit dem ich zusammengekracht bin. Wen meinen Sie denn damit, Sir? Den Flachwichser da drüben. Das ist mein Wagen! Conan! Damit du es weißt, du schläfst auf der Couch. Keinen Schritt weiter, du Pfeifenwichser! Was soll das? Legen Sie die Waffe beiseite, Winthrop! Haben Sie den Verstand verloren? Jetzt ist Schluss mit der Komödie! Die Party ist vorbei! Ich hatte einen völlig verrückten Albtraum. Ich war arm und niemand konnte mich leiden. Ich hatte meinen Job verloren und mein Haus. Das alles wegen dieses schrecklichen, grässlichen Negers. Hey, der andere wird ganz schön geil. Weißt du, der Schwarze ist, glaube ich, ein Weibchen. Die Glücksritter. Eine verrückte Komödie um die ungewöhnlichste Wette, die es je gab. Die Glücksritter.